Hallo meine Lieben und schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video. Heute gibt es, wie ihr dem Titel entnehmen könnt, eine Rezension zu Die Galerie der Düfte von Julia Fischer. Vielleicht waren die ein oder anderen von euch bereits bei unserem Live-Hangout dabei, den ich gemeinsam mit Jessie von Melody of Books und Anne von Goldschrift gemacht habe. Dort haben wir nämlich schon ausführlich über das Buch gesprochen, das Ganze diskutiert und heute möchte ich einfach nochmal eine kleine Zusammenfassung machen mit meiner Meinung zu dem Buch für diejenigen, die sie jetzt nicht unbedingt spoilern lassen wollten, also ab der Hälfte circa spoilern wir in dem Hangout oder die einfach keine Lust haben, eine Stunde vor dem Bildschirm zu hocken und sich das komplette Video reinzuziehen. Darum gibt es heute nochmal meine Zusammenfassung und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. In dem Buch Die Galerie der Düfte geht es um Johanna. Johanna hat einen kleinen Naturkosmetikladen neben der Apotheke ihrer Eltern und ihr großer Wunsch ist es, eine ganz bestimmte Parfummarke oder auch Naturkosmetikmarke in ihrem kleinen Laden zu führen. Das wären die Produkte der Officina Profumo Santa Maria Novella. Das ist eine Marke aus Florenz, die es auch in Wirklichkeit gibt. Gleich nochmal mehr zu den Düften und zu der Marke. Auf jeden Fall geht es dann darum, dass Johanna ständig per Post nur Absagen bekommt von der Marke und nun ihren Mut zusammennimmt und selber nach Florenz reist, um selber dort sich alles anzuschauen und ihr Glück vor Ort zu versuchen, dass sie eben die Produkte bekommt, denn die Produkte sind sehr exklusiv. Auch in Wirklichkeit sind die Produkte sehr exklusiv nur erhältlich, gerade in Deutschland gibt es sie nur 6-mal. Und Julia Fischer hat daraus eben eine sommerliche Liebesgeschichte geschrieben. Und natürlich lernt sie jemanden, nicht nur jemanden, sondern sogar gleich zwei jemanden kennen in Florenz. Wie, was, wo, das müsst ihr natürlich selber lesen. Da möchte ich gar nicht näher auf den Inhalt drauf eingehen, weil ich denke, sonst nehme ich euch viel vorweg. Wer mehr zum Inhalt wissen möchte, der kann sich gerne das Hangout angucken, weil dort reden wir ein bisschen mehr über den Inhalt. Und über die zwei Männer, um die es in Die Galerie der Düfte geht. Mir hat das Buch auf jeden Fall ganz gut gefallen. Ich fand, es war eine schöne Sommerlektüre. Es ist ein absolutes Must-Read für all diejenigen von euch, die diesen Sommer in Italien oder gerade in Florenz verbringen. Weil ich finde, das ist nochmal ja, ein schöner Stadtführer durch Florenz. Es werden hier viele Sehenswürdigkeiten gezeigt oder Orte, die man gesehen haben muss. Ich denke auch, wenn ich das nächste Mal in Florenz bin, werde ich auf jeden Fall in der Officina Profumo vorbeischauen. Das hat mir total Lust gemacht. Bei der Lesung habe ich eine kleine Goodiebag bekommen, wo unter anderem auch Produkte der Marke enthalten waren. Zum einen wäre das das Rosenwasser der Officina Profumo. Das ist so das Produkt der Marke, das haben damals die Mönche schon 1612 hergestellt und verkauft. Es ist einfach Wahnsinn, wenn man überlegt, dass es die Marke seit 1612 gibt. Und ihr müsst unbedingt mal die Officina Profumo googeln und euch mal die Verkaufsräume anschauen. Es sieht aus wie ein Museum, wunderschön. Auf jeden Fall habe ich das Rosenwasser bekommen und auch einen Duft, der... Es ist mein neuer Lieblings-Sommerduft, der nennt sich Cala Rossa. Die Düfte sind zum Großteil Eau de Cologne, die natürlich sehr leicht sind, schnell verfliegen, aber es sind wirklich einzigartige Düfte und riechen so unglaublich lecker. Und ja, im Buch Die Galerie der Düfte ist der Name wirklich Programm. Es geht hier viel um Düfte, viel um die Beschreibung von Düften, um die Zusammensetzung von irgendwelchen Wässerchen und Naturkosmetik. Da merkt man sehr, dass die Autorin viel recherchiert hat. Man merkt auch anhand der Geschichte, dass sie selbst in Florenz vor Ort war und sich alles selbst angeschaut hat und ja, und sich ihr eigenes Bild davon gemacht hat. Und das finde ich wirklich toll. Ist ein schöner Schreibstil auf jeden Fall. Das Buch lässt sich super leicht lesen. Ihr habt das echt schnell weg. Julia Fischer selbst ist ja Hörbuchsprecherin. Das ist ihr zweites Buch. Sie hat unter anderem Eat, Pray, Love vorgelesen. Einige Bücher von Kate Morton. Unter anderem etwas von Ini Lorenz. Und noch ganz viele weitere tolle Bücher. Und ja, das ist halt ihr zweiter Roman. Mir war es teilweise ein bisschen zu viel umschrieben, also ich habe manchmal ein bisschen den Faden innerhalb der Handlung verloren, weil dann irgendwie so ausschweifend über irgendwas beschrieben worden ist, dass ich dann gar nicht mehr wusste, wo sind wir jetzt nochmal, wer spricht gerade nochmal mit wem. Die erste Hälfte habe ich als Hörbuch gehört und habe das halt immer, wenn ich halt irgendwo hingefahren bin, mein Autoradio angeschaltet und das mir angehört, die CD. Und meistens habe ich halt nur Strecken von 10, 15 Minuten gehabt und dadurch hatte ich halt immer eine kleine Unterbrechung. Da hatte ich dann schon manchmal meine Schwierigkeiten, wieder so in die Geschichte reinzukommen.
Aber die Autorin kann auf jeden Fall Gerüche sehr toll beschreiben. Also ich finde das ja super schwer, Gerüche zu beschreiben. Ich tue mir da selbst immer total schwer in meinen Blogartikeln, wenn ich irgendein Parfum beschreiben möchte. Ich finde das wirklich, wirklich sehr schwer. Hat sie aber toll gemacht. Die Liebesgeschichte fand ich nett in dem Buch. Ich hätte mir stellenweise einfach was anderes gewünscht. Ich konnte viele Handlungen der Protagonistin absolut nicht nachvollziehen. Und ich konnte mir wirklich beim Lesen so an den Kopf greifen und so, nein, warum hast du das gemacht und warum hast du das nicht getan? Mir hat ein bisschen das Drama gefehlt, die Dramatik in dem Buch. Aber es war alles in allem eine leichte, schöne Liebesgeschichte, die man auf jeden Fall lesen kann, sofern man solche Bücher mag. Alles in allem ist es doch ein sehr ruhiges Buch. Es ist schön, um sich einfach fallen zu lassen. Das Buch spielt zum Teil in Florenz und zum Teil in München. Und man hat wirklich das Gefühl beim Lesen, dass man in diese Städte eintaucht, dass man selbst vor Ort ist, selber die Gerüche wahrnimmt oder die Stimmung einfach wahrnimmt. Und dahingehend hat es mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich bin mit der Protagonistin, mit der Johanna, irgendwie nicht warm geworden. Und wo sie mir dann sympathischer wurde, hat sie dann Entscheidungen getroffen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte und wo ich nur den Kopf schütteln konnte. Und wir haben dazu ganz viel in unserem Hangout diskutiert, den könnt ihr euch gerne anschauen, der ist online auf meinem Kanal. Ansonsten, wer von euch sich noch für die Produkte interessiert, der Officina Profumo, dazu habe ich einen Blogartikel erstellt auf sarahbow.de. Schaut gerne vorbei, der Link ist unten in der Infobox, genauso wie der Link zum Buch. Falls ihr das Buch bereits gelesen habt, hinterlasst mir gerne euer Feedback, wie euch das Buch gefallen hat. Und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen einen kleinen Lesetipp für den Sommer geben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!